Am 22. Oktober 1920 wurde an der Justus-Liebig-Universität in Gießen das Institut für Körperkultur gegründet. Damit existierte erstmals in Deutschland ein wissenschaftliches Universitätsinstitut zur Erforschung der Körperkultur, was als Meilenstein in der Entwicklung der Sportwissenschaft angesehen werden kann. Bereits damals wurden auf dem heutigen Campusgelände Turnlehrerinnen und Turnlehrer ausgebildet, Sport getrieben und wissenschaftliche Studien durchgeführt. 100 Jahre später studieren am Institut für Sportwissenschaft der JLU etwa 1500 Studierende in 5 Lehramtsstudiengängen, einem Bachelor und 2 Masterstudiengängen. Sowohl in der Ausbildung als auch in den wissenschaftlichen Arbeiten der aktuell 6 Arbeitsbereiche steht der sich bewegende Mensch im Zentrum der Betrachtungen. Der Fokus der Abteilung für Leistungsphysiologie ist in erster Linie auf die Untersuchung zellulärer und molekularer Veränderungen gerichtet, die sich bei akuten Belastungen und nach regelmäßigem Training ergeben. Wir untersuchen dazu die Veränderungen im Blut, dem Muskelgewebe und dem Immunsystem. Zum einen steht der Spitzensport im Fokus unserer aktuellen Forschung. Hierbei werden molekulare Biomarker im Blut analysiert, die eine objektive Steuerung von Belastungs- und Erholungszyklen der Athletinnen und Athleten ermöglichen. Zum anderen sollen Patienten und Patientinnen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern von unserer Forschung profitieren. Hier steht die Frage im Vordergrund, inwieweit anti-entzündliche Effekte des Sports optimal zu Therapiezwecken eingesetzt werden können. Der Arbeitsbereich Sportpsychologie erforscht, wie Bewegungen wahrgenommen, kontrolliert und erlernt werden. Wir interessieren uns unter anderem für die Frage, auf welche Bewegungsmerkmale des Elfmeterschützen ein Torhüter achtet, um die richtige Ecke vorherzusagen. Für diese Untersuchungen nutzen wir häufig Virtual Reality. Wenn wir Bewegungen beobachten, können wir nicht nur die Schussrichtung vorhersagen, sondern häufig auch die Gefühle unserer Mitmenschen nur aufgrund ihrer Bewegungen erkennen. Eine unserer zentralen Forschungsfragen ist hier, welche Bewegungsmerkmale genau den Eindruck eines bestimmten Gefühls auslösen. Das Bender Institute of Neuroimaging ist eine zentrale Einheit unseres Fachbereichs. Mithilfe funktioneller Magnetresonanztomographie untersuchen wir dort die Gehirnprozesse, die der Bewegungsvorstellung und Bewegungsbeobachtung zugrunde liegen. Der Arbeitsbereich Sozialwissenschaften betrachtet den sich bewegenden Menschen eingebunden in soziale Gruppen, beeinflusst von Kultur und Gesellschaft. Ein Forschungsschwerpunkt ist das Sporttreiben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Mithilfe deutschlandweiter Daten können Ungleichheiten im Sport- und Bewegungsverhalten beschrieben und ihr Zustandekommen analysiert werden. Bei Großereignissen wie der Fußball-WM oder den Olympischen Spielen interessiert uns, wie sportliche Erfolge in den Medien dargestellt und vom Publikum miterlebt werden. Darüber hinaus untersuchen wir soziale Integrationsprozesse im Sport. Haben sportlich aktive Menschen ein größeres soziales Netzwerk? Kann Sport dazu beitragen, dass sich eingewanderte Menschen in Deutschland besser integriert fühlen? Wir setzen ein breites Spektrum an Methoden ein, Surveys und Experimente, aber auch qualitative Interviews und Social-Media-Analysen. Der Arbeitsbereich Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sportdidaktik befasst sich mit Phänomenen des Lernens und Lehrens. Wie lassen sich Lernprozesse im Sport unterstützen? Wie können Menschen ausgehend von den eigenen Lernvoraussetzungen bestmöglich begleitet werden, um ihre spezifischen Ziele zu erreichen? Ein Forschungsschwerpunkt ist die Handlungsqualität von Lehrenden im Wechselspiel mit der Resonanz der Adressaten auf die Lernangebote. Wir untersuchen zum Beispiel das Blickverhalten von Lehrpersonen als Element professionellen Handelns, ebenso wie Anerkennungsverhältnisse zwischen den Akteuren als relevantem Faktor hinsichtlich der Lernwirksamkeit. Dabei interessiert uns sowohl der Schulsport als auch außerschulische Felder wie zum Beispiel der Gesundheits- oder der Leistungssport. Ziel ist die empirisch gestützte Weiterentwicklung praktischen Handelns in unterschiedlichen Lehr-Lernkontexten.
Gute Basketballer können bereits direkt nach dem Abwurf verlässlich vorhersagen, ob der Ball im Korb landen wird oder nicht. Solche Vorhersagen der Ergebnisse unserer Bewegungen lassen sich auch in der Gehirnaktivität nachweisen. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen unserer Bewegungen. Diese Untersuchungen werden im Arbeitsbereich Trainingswissenschaft durchgeführt. Wir sind an der Entwicklung von technischen Geräten zur Leistungserfassung und Steigerung der Trainingseffektivität beteiligt. Ein von uns mitentwickeltes Messsystem ermöglicht zum Beispiel hochpräzise Messungen im Trampolinsport, im Training und Wettkampf. Multitasking ist in vielen Situationen von Bedeutung. Wir untersuchen, ob dabei Leistungseinbußen entstehen oder ob es auch als effektives Mittel zur Leistungssteigerung genutzt werden kann. Die Abteilung für experimentelle Sensomotorik erforscht die Beziehung zwischen verschiedenen Sinneskanälen und unserer Bewegungssteuerung. Diese Beziehung ist ein Kernelement für erfolgreiches Handeln und Interagieren mit unserer Umwelt. Das ist besonders wichtig, wenn wir Menschen Werkzeuge benutzen. Beobachtet man zum Beispiel eine erfahrene Hockeyspielerin, wird deutlich, wie versiert wir Menschen unsere Werkzeuge im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch einsetzen können. Wie diese Kontroll- und Lernmechanismen funktionieren, untersuchen wir in roboterassistierten Grundlagenexperimenten. In diesen Experimenten zerlegen wir komplexe Werkzeugtransformationen in ihre einzelnen Bestandteile. Zudem erforschen wir, inwiefern die Nutzung mechanischer und digitaler Werkzeuge unser Denken und unsere Wahrnehmung verändert. Genau wie vor 100 Jahren ist das Interesse an der Bewegung unser Antrieb. Auch in Zukunft werden wir den sich bewegenden Menschen in unseren vielfältigen Forschungsaktivitäten studieren.